So, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dem Bank Austria Salon war es unser Anliegen, Möglichkeit zu schaffen, Raum zu schaffen, Zeit zu geben für gutes Gespräch, zuzuhören, miteinander reden, aber noch viel mehr zuhören, auf den anderen eingehen. Aber ich freue mich, dass heute unter der bewährten Moderation von Isolde Karim zwei, glaube ich, wirklich spannende Persönlichkeiten das Thema Tabu diskutieren werden. Zum Ersten die Künstlerin Elke Silvia Christoufek und der frischgebackene Direktor des Wien-Museums, der Anthropologe Matti Bunzel. Ich begrüße Sie zu unserem heutigen Salon, der dem Thema Tabu gewidmet ist. Ich möchte Ihnen zuerst einmal meine Gäste ein bisschen näher vorstellen. Auf der einen Seite Elke Silvia Christoufek, bildende Künstlerin und Autorin. 2009 repräsentierte sie Österreich bei der Biennale in Venedig und dort hat sie den Schriftzug, der außen am Pavillon angebracht war, nämlich den Schriftzug Austria, durch das Wort Tabu ersetzt. Sie war selbst mehrfach Opfer von Zäsur, also Frau Christoufek ist also, wenn man so will, eine aktive und eine passive Expertin für unser heutiges Thema. Darüber hinaus hatte und hat sie auch zahlreiche Professuren in Linz, in Karlsruhe sowie an der Akademie der Bildenden Künste in Wien inne. Herzlich willkommen. Okay. Matti Bunzel, Kulturanthropologe, er lehrte bis 2014 an der University of Illinois. Bis 2007 leitete er eben dort das Programm for Research in the Humanities. Danach das Programm in Jewish Culture and Society. Matti Bunzel ist auch langjähriger Festivalleiter in Chicago, Autor. Und wie Sie gerade gehört haben, wird er am 1. Oktober die Nachfolge von Wolfgang Koos als Direktor des Wien-Museums übernehmen. Zum heutigen Abend, wir haben hier vorgesehen eine Diskussion am Podium zu führen. Es gibt dann nachher auch eine Publikumsrunde, wo Sie eingeladen sind, sehr herzlich eingeladen sind, sich am Gespräch zu beteiligen und danach einen Ausklang beim Buffet. So. Normalerweise beginnen wir diese Abende immer mit der Lektüre eines einführenden Textes und heute ist es so, dass Elke Christoufek zur Einführung einen Text ausgesucht hat, einen Text, der nicht von ihr stammt, sondern den sie aus dem Internet hat. Der Text stammt von einem Autor namens Rainer Dammann und er wurde im Internet auf der Seite Neopresse veröffentlicht und ist auch eben dort nachzulesen. Ich werde eine ganz kurze Zusammenfassung dieses Textes geben als Einstieg in unser Gespräch. Dieser Text ist, Zitat oder Titel, der Brief eines superreichen Plutokraten an den Pöbel. Dieser offene Brief ist die Antwort auf den offenen Brief der 99% an die 1%. Was diese 1% sind, erklärt er so, ich zitiere aus dem Brief. Nun, wir haben mehr Geld, als es Waren auf der Welt gibt. Wir könnten den ganzen Planeten kaufen. So groß sind unsere Ansprüche laut Kontostand. So viel Geld macht eigentlich keinen Sinn mehr, weil es an sich seinen Wert verliert. Doch was macht das schon? Wir haben dafür gesorgt, dass ohne Geld auf diesem Planeten nichts mehr läuft. Deshalb lässt es sich auch nicht abschaffen. Essen, Wohnen, Heizen, Trinken, alles kostet Geld. Sogar Staatsbürgerschaft an sich kostet ein Vermögen. Deshalb haben wir auch keine. Ach, das war neu für Sie? Nein, wir sind keine Staatsbürger mehr. Wir stellen das oberste Tausendstel der Vermögenspyramide dar. Wir sind staatenlos, weil wir dann keine Steuern mehr zahlen brauchen. In diesem Brief beschreibt der fiktive Oligarch dann,
wie dieses eine Prozent die Welt regiert. Vorbei, also ich zitiere wieder, vorbei die Zeiten, in denen Bildungsbürger Widerstand planten. Deshalb haben wir den Jappi eingeführt. Demonstrativ brave, gehorsame, geistlose, blutjunge Knechte mit Millionen überschüttet. Deshalb haben wir eigene Bands geschaffen, eigene Musikrichtungen entwickelt und eine Armee von Unternehmensberatern finanziert, die unseren Willen in die Chefetagen der Firmen hineintragen, damit die Mitarbeiter die neuen Werte in die Familien bringen. Flankiert vom Diplomproletariat, das wir nach den Studentenunruhen schnellstens auf Kurs gebracht haben, indem wir aus jungen Studenten reiche Berater mit Ferrari machten, während der Professor noch einen alten VW-Bus fuhr. Nicht Leistung, sondern Gehorsam unserer Kultur gegenüber, der Kultur des Mammonismus, sind bis heute ausschlaggebend für führende Posten in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Dafür haben wir gesorgt, durch einen ganz einfachen Trick. Wir geben den Spitzen ein paar Millionen und sorgen dafür, dass sie sich für die Größten halten. Und wir können dann in Ruhe unseren Geschäften nachgehen. Zitat Ende. Frau Christofek, ich würde mich gerne als erstes an Sie wenden. Sie haben diesen Text ausgesucht als Einführung in unser Thema. Warum? Was ist Ihnen wichtig an diesem Text? Also sicher ortsspezifisch, also wenn man in einer Veranstaltung ist, also die von, wo man von einer Bank eingeladen ist, natürlich das erste Thema, über das man reden möchte, Geld und in welcher Form es tabuisiert ist. Es gibt ja auch bei Banken immer die Möglichkeit, dass man ethisch investieren kann. Die Frage ist, was die anderen Formen sind. Also wir wollten ja heute oder möchten ja heute auch über die Flüchtlingsproblematik reden. Und für mich ist die große Frage, wie die zustande kommt, weil ich den Eindruck habe, dass die auch sehr gesteuert ist. Gesteuert? Können Sie uns das näher erklären? Gesteuert, weil natürlich sehr viele Waffenhändler damit Geld verdienen. Und für mich ist, also ich bin ja auch Kundin der Bank Austria, also für mich ist immer die Frage, was mit dem Geld auf meinem Konto passiert. Also wenn ich das jetzt nicht extra ethisch veranlagern. Man muss ja auch erst über eine bestimmte Summe verfügen, um Geld ethisch veranlagen zu können und wo das hinfließt. Ah. Okay, Matti, was ist dein Zugang zu dem Thema? Zu dem Thema ethische Veranlagung von Geld der Bank Austria? Oder? Ich habe jetzt eher gemeint, auch das, wenn du dazu was... Ich bin auch Kunde der Bank Austria. Okay, aber ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle hier den Offenbarungsleid leisten, sondern ich glaube, du bist offensichtlich keine Kundin der Bank Austria. Darüber. Okay, vielleicht mal, genau, das ist Tabu. Vielleicht einmal dein Zugang zum Thema Tabu. Naja, da gibt es verschiedene Zugänge. Also mein für mich offensichtlichster ist einfach aus meinem Fach heraus. Also ich bin Kulturanthropologe und das Thema Tabu, als es im frühen 20. Jahrhundert wirklich ein zentrales Thema geworden ist in der europäischen Geisteswissenschaft, kam über die Kulturanthropologie in die Diskussion. In unseren Breiten ist der zentrale Text Sigmund Freuds Totem und Tabu, geschrieben 1911, glaube ich. Mhm. Und das ist selber wir reden sicher noch darüber, eine ganz, ganz wichtige, ein ganz wichtiger Text in Freuds Werk, weil es einer seiner ersten Versuche war, die Einsichten, die er entwickelt hat, auf der individuellen Ebene der Psychoanalyse auf eine kollektive auszudehnen. Und er hat sich sehr angelehnt an die anthropologische Literatur dieser Zeit, die sehr stark sich konzentriert hat auf Australien. Warum Australien? Weil die Ureinwohner, die Aborigines in Australien, im Denken des späten 19. Jahrhunderts und frühen 20. Jahrhunderts die sozusagen primitivsten Vertreter der Menschheit waren. Und Freud und die Anthropologen, auf denen er
seine Ideen basiert hat, davon ausgegangen ist, dass das uns ein Fenster eröffnet in die frühe kulturelle Entwicklung. Und die Konzepte von Totemismus in Australien und Tabu, das eher aus Ozeanien stammt, waren für ihn universelle Attribute der Menschheit. Und seine Analyse war ein Versuch zu verstehen, wie diese ganz zentralen Elemente der menschlichen Kultur, wie die über die evolutionäre Zeit in unsere Welt hineinwirken. Also mein Zugang zu diesen Fragen kommt aus dieser Tradition. Sie beziehen sich ja in Ihrem Werk auch auf sowohl Polynesien, von daher stammt ja auch der Begriff Tabu, als auch auf Freuds Schrift, die der Matti Punzel gerade erwähnt hat, Totem und Tabu. In welcher Weise spielt das in Ihr Werk hinein? Also von meinem Gefühl her ist eigentlich Freud in erster Linie ein sehr begabter Schriftsteller. Also ich habe ihn eher aus diesem Genuss heraus gelesen. Und mein Biennale-Thema war ein Thema, das sich immer noch nicht ganz etabliert hat in der Öffentlichkeit, nämlich das Bild eines nackten Mannes zu zeigen. Dazu gibt es in öffentlichen Ausstellungen immer noch relativ wenig. Es gab dann zwar in Folge mehrere Ausstellungen, die sich, glaube ich, meine Biennale-Arbeit auch als Vorbild genommen haben, im Lentus-Museum in Linz und auch im Leopold-Museum. Und dann gab es noch eine dritte Ausstellung im Kunstmuseum Bern in der Schweiz, also die ein bisschen alle das zum Anstoß genommen haben. Aber nachdem ich auch sehr oft mit meinem eigenen nackten Körper gearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass das Bild eines nackten Mannes viel weniger angenommen wird. Was zum Beispiel besonders deprimierend war, dass auch der österreichische Staat nichts angekauft hat von dieser Biennale-Arbeit. Also die Museen haben quasi alle Porträts von mir, freuen sich an meinen Aktbildern, aber der nackte Mann ist liegen geblieben. Also das, und seitdem bin ich auch mit dem Thema Geld wahnsinnig beschäftigt, weil das ist für einen Künstler ziemlich vernichtend, wenn man eigentlich am besten Ort der Welt oder einem der besten Orte der Welt ausstellt und es wird dann fast nichts angekauft zu dieser Thematik. Okay, ich würde dann gerne sagen, es gibt das, was Sie ja angesprochen haben, war ja mal schon der Tabubruch, ne? Mhm. Also in der Form. Ich glaube, bevor wir mal uns dem Tabubruch zuwenden, würde ich gerne mal kurz mal klären, was ein Tabu ist. Ja, ganz, ganz banal. Also bei Freud, das ist ja ganz wichtig, ist das Tabu ja etwas ganz Besonderes. Magst du vielleicht kurz was dazu sagen? Ja, er gibt als Glossar diese wunderbare Phrase, die heilige Scheu. Mhm. Und er sagt, dass das Tabu eigentlich zwei Teile hat, die eigentlich irgendwo inkompatibel sind. Also einerseits ist es etwas Heiliges, etwas Hehres, etwas, das über den Menschen liegt. Gleichzeitig ist es aber auch etwas Abstoßendes und sehr Gefährliches und Furchteinflößendes. Und diesen Dualismus, Freud ist voller Dualismen, er interessiert sich immer für diese Spannungselemente, das versucht er zu anatomisieren. Okay, ich würde noch ergänzen, wenn ich darf, ich würde noch ergänzen, dass er sagt, das ist, und ich glaube, das ist für uns heute sehr wichtig und auch für die Frage nach dem Tabubruch ist es wichtig, dass er sagt, ein Tabu ist kein moralisches Gebot, weil ein moralisches Gebot ist immer auf irgendeine Form von Rationalität zurückzuführen. Ein Tabu, das wirkt, ist ohne Intention, ohne Ratio, man versteht eigentlich gar nicht, warum es wirkt, aber es zwingt die Leute. So ist das vielleicht auch mit dem nackten Mann oder den nackten Körpern. Es gibt da offenbar etwas, eine ganz entscheidende Macht, die dahinter steckt. Und ich denke, auch auf Ihr Thema bezogen, was er sagt, ist aber, wenn es kein Begehren gibt, das dahinter steckt, nämlich das Begehren, etwas zu tun, dann würde es auch kein Tabu brauchen. Das ist mal das ist sozusagen die erste Ambivalenz. Absolut. Und das ist, was Freud so faszinierend macht und natürlich auch so problematisch ist, dass er natürlich vollkommen Unrecht hat. Das ist ein vollkommener Blödsinn. Und zwar ganz einfach deshalb, weil Freud einen fatalen Fehler begeht. Ich habe ja schon ein bisschen darauf hingedeutet. Also er basiert seine Theorien, seine anthropologischen Theorien auf den Ideen des späten 19. Jahrhunderts. Und diese Ideen sind, was wir heute als evolutionäre Anthropologie verstehen. Die evolutionäre Anthropologie ist davon ausgegangen, dass die Kulturgeschichte der Menschheit nach einem ganz homogenen Stufenplan funktioniert. Deshalb war es möglich, die australischen Ureinwohner oder die Polynesier oder andere sogenannte primitive Völker zu verstehen als die
die fundamentalsten Menschen, die irgendwie am nächsten sind zu diesem Urzustand. Das war ja auch ein Versuch, den Freud unternommen hat. Mhm. Was kann uns diese primitive Weltansicht zeigen über die wahre Natur des Menschen? Das ist ein Trugschluss und die Kulturanthropologie des 20. Jahrhunderts, und man muss sagen, Freud hat am Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben, aber er kannte nicht die damals schon viel aktuelleren Theorien und hat sich eben gefußt auf damals schon widerlegte Theorien. Die Position der Kulturanthropologie im 20. und 21. Jahrhundert ist, dass es nicht so einen homogenen Stufenplan gibt. Die Menschheit funktioniert nicht nach solchen ehernen Gesetzen, wo man sagen kann, also die Australier sind die primitivsten, die Polynesier sind ein bisschen weniger primitiv und dann geht es immer so weiter. Man muss natürlich sagen, im 19. Jahrhundert war klar, dass die Engländer waren natürlich die höchste Stufe der Kultur. Mitteleuropa war ein bisschen unten, darunter. Können Sie sich eh vorstellen, das ist nicht so überall. Also es gibt wunderbare Texte dazu. Und dadurch ist das einfach ein Trugschluss, dass man diese Tabu Konstruktion ebenso universalisieren kann. Die Theorie des 20. und 21. Jahrhunderts in der Anthropologie ist eine solche, dass man kann das Kulturrelativismus nennen oder Pluralismus. Und zwar ist das ganz einfach die Einsicht, dass was tabu oder verboten in einer Kultur ist, ist es vielleicht überhaupt nicht in einer anderen Kultur. Und dass jede Kultur das Resultat ist von ganz bestimmten historischen Prozessen und dass diese historischen Prozesse nicht nach irgendwelchen abstrakten Gesetzen funktionieren. Und apropos der nackte Mann mhm. ist tabuisiert in unserer Kultur zu einem absolut signifikanten Teil. Deshalb macht es möglich, nackte Männer als Tabubruch zu inszenieren, gar keine Frage. Aber wir kennen viele Kulturen in der Welt, wo nackte Männlichkeit vollkommen normal ist, ohne die geringste Problematik. Und das ist einfach die Einsicht der Anthropologie, dass das Tabu der einen Kultur ist die Normalität der anderen. Aber auch als Bild, also Mann, nackter Mann als Bild, in welchen Kulturen ist das völlig normal? Es gibt viele, also es gibt erotische Kunst aus Ostasien zum Beispiel, wo der nackte Mann durchaus präsentiert wird. Nicht unbedingt, ich sage ja nicht, mein Einwand, das ist überhaupt kein Einwand, ja. ist ja nicht in der Radikalität der Geste, es ist ja keine Frage, dass in der dass es für eine feministische Kritik des westlichen Bildes, das eine extrem spannende und potente Intervention ist, aber wie gesagt, sie fußt eben auf dieser ganz bestimmten Tradition. Ist ja in Ordnung. Ich würde gerne eine Frage an beide stellen, also weil sozusagen der Tabubruch, da steht ja immer der Gedanke dahinter, Tabus sind Einschränkungen und der Tabubruch produziert etwas, zum Beispiel eine Befreiung. Also ich denke, aus ihrer Konzeption her ist der Tabubruch, den nackten Mann zu zeigen, da steckt ja der Gedanke dahinter, dass das eine Befreiung bewirkt. Jetzt ist es aber so, dass bei Freud dieses Tabu so ambivalent ist, dass das Tabu auch positive Seiten hat. Das heißt, es gibt keine Gesellschaft, die ohne Tabus funktionieren könnte, weil es ein Regulativ ist. Also meine Frage an beide wäre jetzt, kann es eine Gesellschaft ohne Tabus geben und ist der Tabubruch notwendigerweise etwas Fortschrittliches, Emanzipatorisches, Befreiendes, Positives? Also es gibt ja auch genug negative Tabubrüche. Also IS ist ja das leider schlechteste und aktuellste Beispiel dafür, wo es eigentlich auch in erster Linie um Tabubrüche geht. Insofern und würde aber, glaube ich, jeder als Rückschritt bezeichnen. Ich glaube, man könnte auch versuchen, produktiv zu unterscheiden zwischen Akten, also natürlich ist IS ein Tabubruch, gar keine Frage. Was aber interessant wäre, ist auch eine anthropologische Unterscheidung zwischen was wir emisch und ethisch nennen, was man von innen oder von außen, eine Innen gegenüber einer Außensicht. Man könnte produktiv unterscheiden bei Tabubrüchen, ob sie als solche geplant sind. Also ein bestimmter Akt, sagen wir jetzt der IS, und das ist eine interessante Frage. Ich glaube, man könnte unterscheiden bei der IS, ich würde sagen, die generelle militärische, politische Strategie ist kein Tabubruch in dem Sinn, dass die IS nicht sagt, wir nehmen jetzt, was weiß ich, Palmyra ein als Tabubruch. Allerdings
die Zerstörung der Kulturdenkmäler in Palmyra, das ist ein ganz bewusster Tabubruch. Ich glaube, da ist eine wirkliche Unterscheidung und das sieht man natürlich sehr, dass die IS, furchtbar wie sie ist, auch extrem clever ist, weil sie genau versteht, welche Strukturen und Erwartungen in diesem Fall das westliche Publikum hat und sie wissen genau, was sie tun können, um uns unsagbar zu erschüttern. Auch die unsagbare Brutalität, die sie dann in Videos ins Netz stellen, das sind ganz bewusste Tabubrüche. Und was uns das zeigt, unter anderem, ist, dass die IS extrem, also die westliche Kultur nicht nur kennt, sondern irgendwie auch Teil des Ganzen ist. Weil um zu verstehen, wie potent diese Tabubrüche sind, muss man die westliche Kultur gut verstehen. Okay, aber ich glaube, mir ist jetzt noch nicht ganz klar, was unterscheidet sozusagen einen positiven Tabubruch von einem negativen? Können wir das nochmal, könnten Sie das vielleicht mal an Ihrer Arbeit und, also was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ihrer Arbeit und den IS ganz zugespitzt? Also ich habe ja in den 90er Jahren zu arbeiten. Also bitte, bitte? Ich habe begonnen in den 90er Jahren zu arbeiten als bildende Künstlerin, wo eben sehr viele Gender-Themen thematisiert wurden, wo es auch darum ging, Ausstellungsformate zu verändern, zu erweitern, wo man aber eigentlich noch aus einer Idee kam, auch aus den 70er Jahren, aus gesellschaftlichen Utopien, dass wir mehr miteinander machen, dass wir Felder öffnen für immer mehr Bevölkerungsgruppen. Es hat sich auch viel geändert. Also auch an der Akademie der Bildenden Künste haben wir jetzt eine lesbische Direktorin, ich glaube eine lesbische Vizedirektorin. Also es haben sich Machtstrukturen sehr stark verschoben. Und da hat man eigentlich ziemlich lang dran gearbeitet. Und IS ist einfach ein totaler Gegenschlag, wobei eben immer wieder vermutet wird, dass IS auch zumindest amerikanisch mitgesteuert ist. Also das ist eben das, was in dem Text, der vorgelesen wurde, auch angeklungen wird. Also wer erzeugt das alles? Du schüttelst also wer den erzeugt Kopf. Die? Naja, ich bin kein Conspiracy Theorist, wie wir drüben sagen. Ich meine, die USA ist schlimm genug, da muss sie nicht auch IS steuern. Ich meine, natürlich hat die US eine totale Verantwortung. Ich meine, IS ist ja natürlich entstanden im Machtvakuum im Zuge des Irakkriegs, der von den US vom Zaun gebrochen worden ist. Ich bin kein Experte für die IS, aber ich kann nachvollziehen, warum es plausibel erscheinen könnte, dass die IS von den USA gesteuert wird. Ich persönlich sehe dafür keine Evidenz, aber wer weiß. Aber es ist die Frage eben, also woher kennt die IS quasi die westliche Kultur so genau oder kennt diese Tabus genau, die gebrochen naja, werden? Ich meine, einerseits, weil die westliche Kultur und die globale Kultur durch Vernetzung und Digitalisierung einfach überall ist. Also das ist ja ein Zeichen unserer Zeit in unserer eigenen Lesezeit. Ich bin, als ich in die USA gegangen bin, 1990, um zu studieren, hat mein Vater aus der Zeitung Artikel ausgeschnitten und sie mir einmal in der Woche geschickt. Ich meine, jetzt als ich dann zurückgekommen bin, habe ich jeden Tag in der Früh Ö1 gehört und dann ORFAT gelesen. Ich meine, das macht IS genauso. IS orientiert sich nach globalen Realitäten, die jederzeit abrufbar sind. Also das in diesem Sinne und nicht zuletzt hat ja auch die IS und diese fatale Ideologie hat ja auch Anhänger und Jünger im sogenannten Westen, die dann auch teilweise sich beteiligen. Wir wissen das ja sogar aus Wien. Ich würde gerne auf das Thema mit dem Tabu, also ein bisschen vom IS weg auf das Thema des Tabus zurückkommen und ich würde mir also nochmal auf diese Utopie der Tabulosigkeit, von der ja eigentlich vor allem die Kunst und die mit ihren Übertretungen geleitet wurde. Und gab es dann nicht auch mal gerade auch aus der Kunstrichtung, aus der Sie kommen, so eine Art Perspektive, dass die Künstler quasi stellvertretend das Tabu verbrechen, so eine Art Outsourcing, also die Gesellschaft lebt nach sittlichen Geboten und Verboten und es gibt sozusagen eine Auslagerung der Tabu-Übertretung in die Figur des Künstlers. Also ich bin sicher auch sehr von der Punk-Bewegung inspiriert, also wo es auch stark um Tabubrüche ging, die aber eben etwas also positiv bewegen wollten, also die Gesellschaft auch öffnen wollten, also sei es mit Kleidung, mit Musik, mit Grenzen übertreten. Öffnen oder schockieren? Öffnen oder schockieren? Letztendlich dann schon öffnen. Also das
Also ich kenne eigentlich Tabubrüche quasi aus meinen künstlerischen Entstehungsjahren, also in erster Linie als Öffnungsbewegung. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass in den letzten 5 bis 10 Jahren immer mehr das Gegenteil passiert. Was ist das Gegenteil? Schließung. Also sowohl eben, weil wir gesagt haben, wir wollen ja auch über die Flüchtlingsströme reden, also über Grenzenschließung, über totale Überwachung, über also Islamisierung Europas durch Einführung von Regeln, also wo man ja auch lang dran gearbeitet hat in Europa, die zu überwinden. Mati? Naja, vor dem letzten Punkt, also ich war jetzt, habe kurz an die österreichische Kunst gedacht und also beginne ich vielleicht da und dann über die Schließung. Es gibt nicht wahnsinnig viele Kunstbewegungen, die in Wien beheimatet waren, in Österreich, die wirklich globale Relevanz hatten. Also da ist die Wiener Jahrhundertwende auf jeden Fall eine. Und die andere, ganz, ganz große, ist der Wiener Aktionismus. Und der ist, der, also alles, worüber hier wir reden, da hat der Wiener Aktionismus wirklich Avantgardistisches und global Relevantes getan. Und das waren, ich glaube, das wie die Elke Christopher gesagt, das waren ganz bewusste Tabubrüche, die sowohl, glaube ich, das Ziel hatten zu schocken, aber gleichzeitig auch das Ziel hatten zu öffnen. Also ich glaube, das ist schon ein Dualismus, der, wobei das eine Relevanz hat und auch wirklich wirkt. Sie haben sicher alle, die je nachdem, wen Sie gefragt haben, also das ist die Aktion Kunst und Revolution, die berühmte, berüchtigte Aktion an der Uni Wien 1968, die Ferkelei, die angeprangert worden ist im Boulevard, die Günter Brus sogar eine Verurteilung eingehandelt hat, der ist dann sogar geflohen nach Berlin, um sich dem Gefängnis zu entziehen. Das waren ganz bewusste Tabubrüche im Kontext der Nachkriegsösterreichs, dem Umgang mit der Nazi-Vergangenheit und dem Versuch durch Kunst, und ich glaube ganz so, wie du sagst, dass der Künstler sozusagen den Tabubruch selber akzeptiert und für alle fast als Katharsis lebt. Aber das Ganze ist 30 Jahre her. Die Situation ist aber heute eine ganz andere. Das hat sie ja auch erwähnt, die Elke Christoffek. Das heißt, was damals Tabu-Provokation und Schock waren, ist ja längst mittlerweile eine Forderung gewesen. Es gibt ja sozusagen die Forderung an den Künstler, dass er Tabu zu brechen hat. Das ist ja kein Bruch mehr. Das ist ja ein Funktionieren. Das total geändert hat. Also es wird von den Künstlern sicher nicht mehr erwünscht. Also man sieht das jetzt auch quasi an den neuen Künstlerstars, die sich dann eher auch profilieren dadurch über Dinge, die sie besitzen. Also aktuell ist ein Kollege von mir, der ein bisschen jünger ist, der Christian Rosa, wo dann immer wieder kolportiert wird, ja, jetzt hat er viel verdient, jetzt kauft sich ein Porsche, jetzt kauft sich Häuser in Griechenland und dort. Also es wird auch anders definiert, was ein Künstler sein soll. Aber es geht jetzt um die Arbeit. Also was er privat macht, ist wieder eine andere. Das ist das, was in der Kunstszene, was immer wieder diskutiert wird, ist, was sich der leistet. Und es wird weniger über seine Arbeit gesprochen, weil die Arbeit ist auch nicht so spannend. Aber der Porsche. Aber ich denke mir, also dass der Tabubruch in der Kunst ja seine Schärfe verloren hat, nicht? Also ich denke... Absolut, also das stärkste Argument in dieser Richtung geht dann ungefähr so, dass die Kunst hat sich, das ist eine ähnliche Idee wie die Anthropologie-Idee des 19. Jahrhunderts, also das ist die klassische Idee der modernen Kunst, ist, dass eine Kunstrichtung nach der anderen kommt und dass die eine sich gegen die andere auflehnt. Also das ist zum Beispiel Expressionismus wendet sich gegen den Impressionismus und was weiß ich, der abstrakte Expressionismus wendet sich gegen die geometrische Kunst und so weiter. Und da passt der Aktionismus genau hinein. Also der Aktionismus ist in einem Moment entstanden, als diese Fortführung von Kunst, Kunstparadigmen noch im Gange war. Seit den 80er Jahren sprechen wir davon, dass es diesen Fortschritt nicht mehr gibt, dass wir in einer postmodernen, also nicht mehr in einer modernen Phase sind. In der modernen Phase gibt es immer wieder eine Weiterentwicklung, in der postmodernen Phase gibt es keine Weiterentwicklung mehr. Alle Stile sind gleichberechtigt, alles ist möglich, alles wurde schon gesagt, man kann nur mehr wiederholen. Und in diesem Kontext ist ein Tabubruch im Grunde nicht mehr möglich, weil alle Tabus schon gebrochen worden sind. Man kann also nur mehr persiflieren und sich inszenieren als eine
eine Wiederdarstellung eines schon einmal ausgeübten Tabubruchs. Das ist die Gefahr oder das ist die Situation, in der die Gegenwartskunst ist, zumindest in der Einschätzung der meisten Theoretiker. Sehen Sie das auch so? Nein, und ich erlebe das auch völlig anders als Künstlerin. Also ich erlebe, dass ich jetzt also viel mehr Tabus ankratze, aber dass ich damit auch fast keine Öffentlichkeit mehr finde. Also dass ich eben seit dem Biennale-Thema wird meine Arbeit extrem bekämpft. Also bis dahin hatte ich so eine nahtlose Erfolgskurve, die dann abrupt abgebrochen ist und wo ich auch festgestellt habe, dass auch die Galeristen mit diesem männlichen Aktbild sich extrem schwer tun. Und dann habe ich mich seit 2010, also vor der arabischen Revolution, habe ich auch angefangen, mich mit dem arabischen Raum, mit dem Thema Verschleierung zu bekämpfen. Zu bekämpfen oder zu beschäftigen? Zu beschäftigen, nicht zu bekämpfen. Ein freudscher Versprecher. Das war jetzt wirklich ein sehr freudscher Versprecher, aber es war zum Beispiel auch nicht möglich, das in meiner bisherigen Galerie Maya Keiner auszustellen. Und auch die jetzige Galerie, die mich ja leider von der Liste genommen hat, obwohl wir einen Vertrag haben, also war nicht begeistert, dass ich solche Arbeiten übernehmen musste, wie sie gesagt hat, weil ich habe Arbeiten zum Thema Verschleierung gezeigt an einem kleinen Ort in Wien, im Kombinat im Museumsquartier und habe die Galeristin eben gebeten, dass sie das weiterträgt und es ist mir nicht möglich, mit dieser Arbeit an die Öffentlichkeit zu gehen. Was ist das für eine Arbeit? Das sind Verschleierungen, es ist ziemlich kodiert, weil es sind frühe Arbeiten von Cindy Sherman, eben einer amerikanischen Künstlerin, wo ich dann bei den Recherchen im Werk einige Bilder entdeckt habe, wo sie sich verschleiert hat. Also sie arbeitet als Fotografin und ich habe das in Zeichnung übersetzt, also wo man jetzt dann nicht mehr sieht, dass es jetzt ein gestelltes Foto ist, sondern wo die Verschleierung an sich das Thema ist, weil ich genau diese Fotos herausgegriffen habe, wo sie sich verschleiert. Und habe dann in der Form weitergearbeitet. Ich habe auch Gesichtsschleier bemalt, also den sogenannten Niqab, wo nur die Augen frei sind und wollte eigentlich dieses Thema expandieren, aber bis jetzt bin ich im Kunstbetrieb damit völlig gescheitert. Also so von wegen Tabubruch, weil es ist ein Tabubruch, sich damit zu beschäftigen, aber es findet kein Forum mehr. Okay, ich würde gerne noch, willst du darauf noch was antworten, weil sonst würde ich gerne noch einen anderen Faden aufnehmen des Themas. Bei Freud, nochmal darauf zurückzukommen, ist das Tabu ja auch immer magisches Denken. Und das ist auch, das Tabu hat auch eine positive Funktion, weil es ein magischer Schutz ist. Letztendlich ein magischer Schutz gegen das eigene unbewusste Begehren. Aber was für mich wichtig ist, ist, dass der Glaube an diesen magischen Schutz dadurch funktioniert, dass es ein Glaube an die Sprache ist. Dass man über die Sprache, mit Hilfe der Sprache die Welt beeinflussen kann. Und ich denke, es gibt ja auch da, er spricht dann auch ganz viel von Namentabus. Ich denke, dass es da ja eine ganz massive Entsprechung gibt, heutzutage in diesem Umgang mit der Sprache zur Regulierung von Tabus, nämlich die Political Correctness. Und darüber würde ich gerne sprechen. Ist die Political Correctness ein Tabu heute, das Aufbau eines Tabus oder nicht? Matti? Naja, es ist interessant, weil als du in die Richtung von Sprache gegangen bist, habe ich in freudschen Kategorien gedacht und habe natürlich gleich daran gedacht, dass im Judentum, über das wir ja ein bisschen was wissen, der Name Gottes nicht ausgesprochen werden darf. Also es ist die Tabuisierung von Sprache ist genau, also wirklich ein Teil, ganz tief in verschiedenen Kulturen verwurzeln. Es gibt viele, viele solche Beispiele. Ob PC in der gleichen Art und Weise funktioniert, glaube ich vielleicht deshalb nicht, weil wir eben in einem so säkularen Zeitalter leben, wo die Magie der Worte vielleicht einfach nicht so stark ist. Ich glaube, PC und das Verletzen von PC, also zum Beispiel explizit nicht zu gendern, sagen wir, oder wie ein Andreas Gabalier sich hinzustellen und zu sagen, die Bundeshymne singe ich aber jetzt wirklich nur mehr mit den Söhnen, und also keine Frage, ist für mich ein Tabubruch ohne Tabu. Weil das Tabu nicht wirklich da ist. Ich meine, der Bruch, also der Andreas Gabalier, das war ein Tabubruch, aber ich meine, es ist ja nicht so, dass wir eine Hegemonie haben und eine Heiligkeit von diesen Texten.
Es gäbe ein Beispiel in den USA, wo ein Wort eine fast magische Bedeutung hat. Und ich kann als, ich bin, also ich habe lange in Amerika gelebt, ich glaube nicht, dass ich es öffentlich aussprechen kann. Es wird in Amerika einfach nur die N-Word genannt, das N-Wort. Und das ist, beginnt mit N-I-G. Und das ist schon mehr, als ich drüben sagen würde. Dieses Wort hat wirklich magische Qualitäten im Sinne von Freud, dass das Aussprechen sofort die Konversation, die Situation vollkommen ändert. Nur kurz als Antwort und dann werde ich die Frage an Sie richten. Das PC, also die Political Correctness, das heißt politisch korrekt sich auszudrücken, konstruiert ja, der Unterschied ist, es konstruiert ja erst die Tabus. Nicht? Also es ist nicht, dass es ein bestehendes Tabu bewahrt, sondern es konstruiert das Tabu, dass gewisse Sachen nicht ausgesprochen werden darf. Und es ist der Versuch einer, der Etablierung eines Tabus, um eine Art von Lebensmodus in multikulturellen Gesellschaften einzuführen. Also es wäre ja genau der umgekehrte Weg, dass man das Tabu überhaupt, es gibt nicht die Heiligkeit, man versucht sie sozusagen erst herzustellen, eine negative Heiligkeit, um Leute zu schonen, um Minderheiten zu schonen. Elke Christoffek, was meinen Sie dazu? Also ich denke, dass sich die Tabus jetzt sowieso eigentlich am stärksten durch die Medien verschoben haben, weil es wird, also von wegen Political Correctness, es wird im Internet, auf Blogs, es werden Leute viel mehr beschimpft, als sie das in anderen Medien jemals werden würden. Also ich finde, dass das sehr stark mit der Form zu tun hat. Dann ist auch ein Tabu, also mittlerweile ist ja, wenn man nicht oder schwer erreichbar ist im Berufsleben, ist das auch eines der größten Tabus. Weil es ja viel mehr Medien gibt, über die man kommunizieren sollte. Und da haben sich jetzt Systeme drüber gelegt, die es lange nicht gegeben hat. Okay, und nochmal, aber ich würde gerne nochmal auf die Sprache zurückkommen. Ich denke mir, die Magie der Sprache müsste doch für einen Künstler auch ein entspannendes Thema sein. Ja, aber ich finde, dass die Sprache durch die Medien eben durch das Wie und Wo am stärksten verändert wird. Also ich spüre das eben auch so stark als Künstlerin. Also wenn ich jetzt in die Öffentlichkeit gehe, dann also es gibt auch viel mehr Aufzeichnungen als früher. Also es war früher viel leichter möglich zu diskutieren und es wurde auch hitziger und heftiger diskutiert, ohne Kameras dabei. Wir haben heute auch Kameras dabei, was verändert eben, das? Genau. Also es verändert schon sehr viel, weil man weiß, man macht etwas, das wird aufgezeichnet, sozusagen für die Ewigkeit, ist aus dem Internet leider auch nie wieder rauszukriegen. Es ist immer die Frage, was für einen Einfluss man drauf hat, ob das später mal gegen einen verwendet wird. Das ist immer auch ein Gefühl, dass sich dieser Überwachungsstaat das auch in dieser Form drüber legt. Weil, ich meine, viele Jahrzehnte haben wir auch diskutiert ohne Kameras. Das, was auch gegen einen verwendet werden kann, das ist ja auch die Formel, die man benutzt bei den Verhaftungen. Genau, weil es ist, also ich habe nie wirklich versucht, nach Amerika einzuwandern, aber ich bin eine Zeit lang relativ viel und auch rasant gependelt und bin mal aus Amsterdam zurückgekommen und hatte Zwischenstationen in Minneapolis. Und bin eigentlich vor einer ähnlichen Kamera dann gesessen, wurde mehrere Stunden lang festgehalten, weil man wissen wollte, weil Amsterdam war ein bisschen verdächtig. Ich bin auch immer eher auffallend gekleidet, also ich hatte einen selbstgefärbten lila Mantel und bunt bemalte Brillen auf. Also bin ein bisschen herausgestochen und wurde wahrscheinlich als potenzielle Drogenbesitzerin daraus geglaubt. Dann wurde mein ganzes Gepäck durchfilzt, also wirklich jedes Staniolpapier aufgemacht, jeder Privatbrief gelesen. Dann wurde mein damaliger Freund kontaktiert von der Polizei und es wurde alles mitgefilmt auf Kamera. Ich meine, im Nachhinein wäre es natürlich auch interessant, dieses Video zu haben, falls das aufbewahrt wurde. Aber für mich ist Kamera ist immer so eine Situation, die ist so an der Grenze zu dem, also wir haben auch gesagt, wir wollen über Gut und Böse eventuell reden oder auch nicht. Aber es ist immer so an der Grenze, also tun einem die Kameras was Gutes oder was Schlechtes? Also was ist der Sinn von solchen Aufzeichnungen? Ich würde gerne nochmal auf das Thema, das der Herr Cianco vorher erwähnt hat, bei seinen einleitenden Worten, weil sozusagen die Aktualität von Tabu und Tabubruch ist ja nicht nur etwas, hat sich das in der Kunst erübrigt, das gibt es in der Political Correctness, ja oder nein, sondern wir sind ja gerade in letzter Zeit ganz vehement mit
Tabubrüchen, gerade in Bezug auf das, was vielleicht die größte Krise mit der Europa zurzeit konfrontiert ist, ein Europa, das, in dem es ja durchaus nicht an Krisen gemangelt hat in letzter Zeit. Und trotzdem sind wir mit einer Krise jetzt konfrontiert, die sehr viel existenzieller und bedrohlicher ist. Sehen Sie da nicht auch dieses Moment von Tabubruch? Ja, also ich war sehr glücklich zu hören, dass wir auch über die Flüchtlingskrise reden werden, weil es einfach die Krise unserer Zeit ist und wirklich also in der Weltgeschichte, glaube ich, Eingang finden wird. Also die Frage Tabubruch und jetzige Krise, meine erste Assoziation ist Ungarn. Also die Art und Weise, und das ist immer schmerzt natürlich, weil das ist ein Nachbarstaat mit gemeinsamer Geschichte, Mitglied der Europäischen Union, und das ist jetzt kein Argument zu sagen, wir brauchen offene Grenzen, das geht auch nicht, das ist logistisch unmöglich, aber das Aussetzen, es scheint jeglicher humanitären und humanen und menschlicher Geste, ist für mich ein zivilisatorischer Tabubruch. Und für mich eine fundamentale Wertekrise für die EU. Ganz abgesehen jetzt von den Zahlen und von der Krise am sozusagen on the ground. Ich glaube, das werden wir managen. Also ich glaube, der Christian Konrad hat recht, dass Österreich wird das schaffen. Wir haben das auch schon in anderen Zeiten geschafft und Europa wird es vielleicht schaffen, aber wie Europa weitergehen kann im Kontext von dem, was Ungarn getan hat und was andere osteuropäische Staaten aus Gründen, die man nachvollziehen kann, tut, ist mir nicht klar. Frau Christofek? Für mich ist eigentlich die Hauptfrage, wer diese Krise in Gang bringt, wer daran verdient, also welche Firmen die Waffengeschäfte machen, wer von uns das auch mitfinanziert. Also für mich ist diese Krise, kommt ja nicht aus dem Nirgendwo, und da machen einfach sehr viele Leute Geld damit. Und für mich ist das eigentlich der größte Tabubruch. Also und wie beantworten Sie diese Fragen? Also wer hat die Krise ausgelöst, wer verdient daran, wer liefert die meisten Waffen? Da kann man einiges im Internet nachlesen. Ich bin jetzt kein Experte für Waffenfirmen. Also Swarovski ist, glaube ich, ein Teil davon. Ich glaube, es gibt einige Firmennamen, muss man sagen, müsste man ein bisschen genauer recherchieren. Ich glaube, Deutschland ist auch einer der größten Waffenlieferanten in Europa. Also in einem dieser kritischen Texte im Internet steht auch so, es ist quasi so, den Flüchtlingen wird mit der einen Hand wird einer auf den Latz geknallt und die andere Hand gibt ihnen wieder etwas. Weil einerseits werden sie durch diese Firmen auch aus ihren Ländern vertrieben und dann kriegen sie also schlechtere Behausungen und Jobs, als sie ursprünglich gehabt haben, zum Teil. Und würden Sie dann dem zustimmen, was der Matti Bunzel gesagt hat, dass es aber dennoch, jetzt wir können darüber reden, was Ursache und Auslöser der Krise ist, aber ist es ein Tabubruch, dass ein EU-Land die humanitäre Hilfestellung verweigert und seine Grenzen militärisch gesichert dicht macht? Ich muss sagen, ich beschäftige mich mehr mit den Auslösen als dann mit den Symptomen. Also für mich ist das die größere Frage, weil da ja ständig daran gearbeitet wird, dass mehr Flüchtlinge kommen. Also es ist ein Tabubruch, dass das Land die Grenzen dicht macht, aber ich habe deswegen auch diesen Text vorangestellt, weil für mich immer die Frage ist, also wer das in Gang bringt und in Gang hält. Matti, was sagst du dazu? Naja, ich meine, man kann die Analyse an verschiedenen Orten ansetzen und man kann natürlich sagen, dass es Firmen gibt, A, B, C, D, E, F, die im Waffengeschäft sind, dass diese Firmen internationale Kunden haben, dass diese Kunden gewisse Interessen haben, die sich dann geopolitisch auswirken. Das wäre der Ansatz meiner Analyse. Und das ist eben ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, dass
die Flüchtlingskatastrophe von monetären Interessen ausgelöst wird. Das ist nicht ganz falsch, aber es ist halt eine extreme Reduktion. Wir würden wahrscheinlich keine ähnlichen Analysen anstellen, um historische Entwicklungen in unseren Breiten zu analysieren. Also wenn wir fragen würden, warum ist die Habsburger Monarchie zerfallen, würden wir nicht sagen, weil Franz Josef senil geworden ist. Ich meine, wir würden nach einer komplexen, also als Historiker würden wir nach komplexen Antworten suchen. Und diese Antworten sind natürlich, die sind auch frustrierend, weil es gibt für wenige Phänomene, schon gar nicht geopolitische Phänomene, einfache Erklärungen. Ich meine, es gibt verschiedene Erklärungen, es gibt verschiedene Ansätze. Damit möchte ich überhaupt nicht außer Acht lassen, dass internationales Waffengeschäft ein Faktor ist. Aber es ist wirklich nur ein Faktor. Also ich würde das gerne mal unterstützen, dass es ein Faktor ist und dass es sozusagen das, was Leute in Gang setzt, was Prozesse in Gang setzt, wo Leute aufeinander schießen, in den Krieg ziehen, das lässt sich nie nur durch Geld bestimmen. Es gibt, man kann sozusagen das Ideologische, das Überzeugungsmoment nicht einfach durchstreichen, aber es gibt sozusagen die Frage, was macht Europa mit dieser Situation? Und ich glaube, dass das eine entscheidende Frage für uns alle ist. Und wir leben in einer sehr merkwürdigen Dialektik, nämlich in der Dialektik, dass wenn man die Grenzen öffnet, und zwar radikal öffnet, dann kommt selbst ein Land wie Deutschland irgendwann an den Punkt, wo es sagt, es ist überfordert. Und wenn man dann daraufhin die Grenzen schließt, dann kann sich Europa nur dadurch schützen, indem es das durchstreicht, was Europa ausmacht, nämlich seine Offenheit. Absolut. Und ich denke, das ist etwas, mit eine Frage, vor der wir heute alle stehen und mit der wir umgehen müssen. Was meinen Sie dazu? Also ist die Frage, ob die Offenheit vorher wirklich so bestanden hat. Mhm. Also es wurde auch innerhalb Europa sehr viel reguliert, jetzt nicht zum Vorteil, also allein wenn man sich die Nahrungsmittelindustrie anschaut, das fällt mir einfach als ganz normale Bürgerin immer wieder auf, dass es also wesentlich schwieriger geworden ist, sich zu ernähren, einfach dadurch, dass die kleineren Betriebe zerstört wurden durch gesetzliche Regelungen, dass es keine Kleinbauern mehr gibt, dass es eine große industrielle Nahrungsmittelindustrie gibt. Das ist für mich auch einer der Hauptaspekte von Europa, der jetzt auch nicht nur so positiv ist. Aber das heißt, es war sozusagen, es ist jetzt nicht gut, aber es war vorher auch schon nicht gut. Vieles war vorher auch besser. Also es wurde vieles eingeführt, was tatsächlich schlechter ist. Also das ist für mich ein Beispiel, mit dem ich eigentlich tagtäglich konfrontiert bin, weil ich mich auch in Wien frage, wo kriegt man noch was Vernünftiges zu essen her? Wirklich? Also das kann ich jetzt eigentlich nicht ganz nachvollziehen. Also von der Qualität der Nahrungsmittel her habe ich den Eindruck, dass es wesentlich schwieriger ist als in den 70er Jahren. Okay. Das weiß ich, vielleicht ist das jetzt nicht so mein Thema. Mati, was sagst du zu der Frage der Offenheit der Grenzen? Wie steht das mit der Humanität und in welcher Art und Weise verändert das, was jetzt passiert, die europäische Gesellschaft und die europäische Idee? Ja, ich glaube, du hast das Dilemma genau artikuliert und ich glaube, wir sind wirklich an einem Scheidepunkt. Also wir haben ja hintereinander die massiven Krisen der zwei großartigsten europäischen Projekte erlebt. Das eine wäre die Währungsunion und die ökonomische Struktur, die ist durch Griechenland erschüttert worden, vielleicht nicht zerstört, aber zumindest sehr in Frage gestellt worden. Und jetzt die Offenheit der Grenzen. Also das ist ja, ich meine, für mich, der natürlich als Kind weniger als eine Stunde vom Eisernen Vorhang aufgewachsen ist, dass man einfach nach Bratislava vom Donaukanal fahren kann, mit dem Schiff, das ist ja unfassbar. Und das ist aber jetzt nicht mehr der Fall. Das kann sich alles wieder einrenken, aber das ist eine absolut massive Krise. Jetzt
Ich versuche natürlich geopolitisch zu denken und also wenn du mich jetzt fragen würdest, wo sind meine Hoffnungen? Ich bin ein Optimist, das habe ich ganz gut nach Amerika gepasst, aber ich sehe nur eine Chance mit einer multilateralen Intervention in Syrien. Und ich meine, es sind allein in der Türkei 2 Millionen Flüchtlinge, es sind dann ähnliche Zahlen, also in Libanon, in Jordanien, in Ägypten. Ich glaube nicht an eine Revolution im Theoretischen, ich glaube nicht, dass sie denkbar ist, ich glaube nicht, dass sie, wenn sie passieren würde, dass sie den Leuten ein besseres Leben bringen würde zum jetzigen Zeitpunkt. Also glaube ich an Reformen im globalen System, die es ermöglichen könnten, in den Teilen der Welt, die unterentwickelt sind und wo Ungerechtigkeit herrscht und, dass da affirmativ eingeschritten werden muss von den Staaten, die eben in der Position sind, das zu tun. Also das ist meine geopolitische Position. Okay, aber das heißt, wir können schauen, wir haben ein Problem, dann können wir schauen, dass wir sagen, man kann das sozusagen die Quelle des Problems, die Wurzel des Problems auflösen, man kann schauen, dass man, das sind ja alles große Worte, es ist ja auch nicht gelungen in den letzten Jahrzehnten, die Lage in Syrien zu beruhigen, die Lager in Jordanien, in der Türkei und im Libanon zu finanzieren, also um das Problem einmal zu verringern, aber das Problem ist da. Absolut. Und meine Frage wäre jetzt, was ist eigentlich der adäquate Umgang mit der Situation jetzt? Wenn man jetzt länger so weiter diskutiert, frage ich mich schon, sind wir jetzt hier als Politiker oder bin ich jetzt hier als Künstlerin mit einem Museumsdirektor? Weil wir reden jetzt schon sehr viel über also vorrangig politische Themen. Und ist das nicht eine Thematik, die uns alle beschäftigt, egal was wir sind? Und vielleicht gibt es ja auch einen besonderen künstlerischen Zugang zu der Problematik. Aber sozusagen eine Krise besteht doch darin, dass sie ein Thema sozusagen in den Vordergrund spült, dem sich keiner entziehen kann. Und dieses Thema lautet heute, das ist die Frage nach dem Umgang mit den Flüchtlingen. Dem kann man sich aus jeder Perspektive zuwenden, aus künstlerischer, aus museumsdirektorischer, aus philosophischer oder aus politischer. Für mich ist es als Künstlerin so, dass mir normalerweise keine Themen, ich sage das jetzt bewusst auch ein bisschen härter, aufgezwungen werden, weil ich suche mir meine Themen selber. Und es wäre jetzt nicht automatisch die Flüchtlingsproblematik. Also ich habe ihm gesagt, interessieren mich die Ursachen dieser Problematik. Die Bewältigung ist meiner Meinung nach eine politische Angelegenheit. Also wenn ich dafür Antworten hätte, dann hätte ich wirklich einen anderen Beruf gewählt. Als Künstlerin bin ich natürlich sowieso sehr viel mit Migration beschäftigt. Das ist auch mit was beschäftigt? Migration, ja. Weil es ein Beruf ist, also der vielleicht, also in der Zeit, wo ich begonnen habe, Kunst zu machen, wo das auch bewusst sehr gefördert war, dass man nach Amerika geht, dass man in Amerika ausstellt. Also es wurde eine Zeit lang sehr positiv bewertet, hat sich in den letzten 10 Jahren eben auch geändert. Also mittlerweile gibt es auch nicht mehr dieses künstlerische Zentrum Amerika, wo man sich lange hinorientiert hat. Man hat dann nach anderen Zentren gesucht, die aber nicht ähnlich funktioniert haben. Also es gab dann eben viele Länderausstellungen, russische Künstler, chinesische Künstler, indische Künstler. Also man hat versucht, andere Zentren zu finden, hat jetzt nicht so wirklich ein Zentrum gefunden. Und jetzt wird einem mit der Flüchtlingsproblematik wird einem auch ein Thema aufoktroyiert. Also es ist normalerweise nicht so, wie bildende Kunst funktioniert. Meinen Sie jetzt, dass ich Ihnen das Thema aufoktroyiere oder wird es einem von der Gesellschaft aufoktroyiert? Ich muss sagen, heute, ich meine jetzt nicht so im Vorgespräch, aber wenn man jetzt am Abend immer darauf drängt, dass man bestimmte Fragen beantworten soll als Künstlerin, muss ich ehrlicherweise sagen, schon. Weil es ist jetzt nicht unbedingt mein künstlerischer Weg. Also ich habe mich mit ganz bestimmten Themen beschäftigt, also eben sehr lange mit Verschleierung. Und dann eben hart damit gekämpft, warum das in so vielen Galerien, die wir jahrelang geschätzt haben, nicht gezeigt werden kann, warum mein Werk jetzt schon seit 5 Jahren ziemlich konsequent zensuriert wird. Darf ich da nur noch mal nachfragen, weil Sie das vorher auch erwähnt haben, das mit der Verschleierung. Und ganz vorher haben Sie gesagt, es gibt eine Islamisierung unserer Gesellschaft. In welcher Form haben Sie sich damit auseinandergesetzt? War das jetzt positiv, affirmativ, war das kritisch, also...
Also mein Weg war eben ein künstlerischer, der also von der Beschäftigung mit Polynesien ausgegangen ist, das auch ein zentrales Thema war der deutschen Expressionisten, die für mich rein vom Malstil her auch wichtig waren und wo mich dann begonnen hat zu interessieren, diese Reisen, die eigentlich in erster Linie von männlichen Künstlern gemacht wurden, dass ich einige davon als Künstlerin nachvollziehe und mich auch mit diesen Bildern beschäftige, die erzeugt werden. Und in dem Zuge bin ich auch auf sehr interessante Kleidungsformen gestoßen, auf Tätowierungen, auf Baströcke. Und in der Folge habe ich mich begonnen, dann auch für den arabischen Raum zu interessieren. Also es war im Zuge einer Reisetätigkeit. Die ist jetzt nicht immer so ganz logisch. Das okay, ich glaube, das habe ich jetzt vielleicht nicht ganz verstanden. Ja, weil Kunst funktioniert nicht so logisch, weil also in der Politik wird immer versucht, so logische Zusammenhänge zu konstruieren. Also es entsteht ein Konflikt, wo man tatsächlich auch nicht so genau weiß, wie wir eben festgestellt haben, wo der herkommt. Aber es wird versucht, so eine Logik zu konstruieren und die gibt es in der bildenden Kunst nicht. Und das ist auch unsere Freiheit als Künstlerinnen unser Vorteil. Okay, Matti, habe ich dir jetzt auch das Thema aufoktroyiert oder kannst du... Ich meine, ich verstehe, ich kann total nachvollziehen, was der Christoph sagt. Ich meine, ich würde halt als Historiker, Kulturanthropologe sagen, dass es eine unheimlich großartige Errungenschaft der, sagen wir, also westliche Kultur, das klingt so blöd, aber unserer Kultur ist, dass im 19. Jahrhundert die Person des freischaffenden Künstlers, Künstlerin entstanden ist, die nach absolut eigenem Gutdünken sich kreativ ausdrücken kann und diesen Zwängen nicht unterliegt. Davor waren Künstler, Hofkünstler und so weiter, also immer nur ganz konkrete Aufträge. Ich bin natürlich in einer ganz anderen Situation. Ich bin ein Museumsdirektor und wir wählen ja auch unsere Karrieren. Also ich sehe das überhaupt nicht aufoktroyiert von dir, weil wir sind in einer nationalen Krise und natürlich, als im August die Situation immer prekärer geworden ist, bin ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen im Wien-Museum gesessen und wir haben überlegt, was können wir tun? Das war nicht aufoktroyiert, da war einfach die Überlegung, wie können wir beitragen? Und es waren wunderbare Gespräche, auch weil die waren auch persönlich wichtig, weil wir waren alle im Schock. Also der Moment, als dieser LKW es war furchtbar, also das war ein Moment vollkommen, also dass sowas in Österreich möglich ist und man muss, was können wir tun? Und da kann ich jetzt nur berichten, was das bei uns geheißen hat, also wir haben dann überlegt, wir können immer Events machen, aber dann haben wir gedacht, also es wird viele Events geben und das ist wichtig, wir sind ein Museum, was können wir beitragen als Museum? Unsere Expertise ist das Kulturerbe und die Geschichte der Stadt. Und unsere Expertise ist, mit visuellen Medien im weitesten Sinne ausstellerisch zur Volksbildung beizutragen. Und also ich sage das jetzt zum ersten Mal öffentlich, es ist noch nicht öffentlich, also vielleicht nicht ins Internet, oh nein, es ist jetzt zu spät. Also wir arbeiten an einer ausstellerischen Intervention, die also so bald wie möglich eröffnen wird, die unmittelbar vor dem Museum stehen wird. Dadurch ist sie natürlich gratis zugänglich, 24 Stunden, die eben versucht, den geschichtlichen Kontext für die jetzige Krise in Wien und Österreich nachzuzeichnen und wirklich versucht, ähnlich wie es auch der ORF jetzt versucht, durch Aufklärung und durch Fakten zur Diskussion beizutragen und das sehen wir als unsere Aufgabe. Also nicht von dir oktroyiert, von der Situation erforderlich. Darf ich? Ja, natürlich. Also für mich ist die Frage jetzt von der Erwartungshaltung des Publikums her, dass man in eine Veranstaltung geht zum Thema Tabu mit der Erwartung, zufriedengestellt zu werden. Also das ist für mich an sich schon ein Widerspruch. Und ich werde in dem Zusammenhang jetzt gleich mal ein Tabubuch begehen als Künstlerin, also einer, der nicht so auffällig ist, aber für mich als Künstlerin wahnsinnig relevant. Es hat auch damit zu tun, dass ich die letzten Jahre eben so viel gekämpft habe. Also ich frage jetzt den Herrn Bunzel-Beinhardt, ob Sie mir im Museum eine Einzelausstellung geben würden. Ja.
Das ist das Härteste, was ich als Künstlerin machen kann. Ich meine, Sie werden es als Museumsdirektor auch wissen. Die Gesellschaft wird erfahren, wie das ausgegangen ist, weil ich versuche, ein Tabu zu übertreten, das also ein nicht geschriebenes, aber ein klares, also meiner Zunft und meiner Branche, dass man als Künstlerin auf jemanden zugeht und sagt, also ich würde gern bei Ihnen ausstellen. Also ich bin als zumindest als Teil-Wienerin, habe ich, muss man sagen, glaube ich, doch sehr viel auch für die Kultur dieser Stadt getan. Und ich fände es zum Beispiel angemessen. Dann werde ich, also es gibt ja keine Schule, die man besucht, bevor man Museumsdirektor wird. Genau. Und ich werde es ja erst am 1. Oktober, aber also wenn es so eine Schule gäbe, würde man einem beibringen, dass die richtige Antwort ist, ich werde darüber nachdenken. Genau, dass man sagt so was Diplomatisches, aber es ist etwas, das tatsächlich Konsequenzen haben wird, weil es wird sich herausstellen, ob ich bei Ihnen ausstellen darf oder nicht. Absolut, wir haben es auf Kamera. Ich möchte zwei Sachen sagen. Das eine ist, der Herr dort hinten hat gesagt, er nimmt für heute mit das Wort von der Verschleierung. Ich nehme für heute mit den Satz von der Elke Christoffek, dass sie es erstaunlich findet, wenn ein Publikum zu einer Diskussion zum Thema Tabu kommt, erwartet dort befriedigt zu werden. Das fand ich doch einen sehr schönen Gedanken, der mir selber gar nicht so gekommen ist. Und bevor ich das jetzt hier beende, habe ich noch diese angenehme Aufgabe, Ihnen zu erzählen, dass diese Veranstaltung grün zertifiziert ist. Das heißt also, dass sie die Auflagen des Umweltschutzes, die Normen des Umweltschutzes erfüllt. Und Sie sind nun herzlich eingeladen zu einem Buffet, bei dem natürlich weiter diskutiert werden kann, tabulos oder tabubrecherisch, wie auch immer Sie möchten. Und dass dieses Buffet auch dieser Grünzertifizierung entspricht und das ist deshalb, ich muss mir das immer aufschreiben, ich vergesse das immer, es ist regional, es ist biologisch und saisonal. Guten Appetit.